Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten uns heute über die Gicht unterhalten, inwiefern wir eine Gicht, also erstens, was ist eine Gicht und zweitens, wie können wir eine Gicht behandeln, sodass dann der Schmerzpegel deutlich runtergeht. Und heute möchten wir dieses Thema angehen über die Ernährungswissenschaft. Und dazu habe ich meinen persönlichen Mentor wieder hier im Studio, der Dr. Heinz Reinwald. Ganz herzlich willkommen, lieber Heinz. Hallo, herzlich willkommen auch an dich. Ich möchte gerne nochmals zuerst reingehen, was ist Gicht, bevor wir dann eigentlich reingehen in das Lösungssystem. Wie entwickelt sich eine Gicht und wie kann ich das verhindern? Ja, das ist jetzt natürlich insgesamt sehr komplex, aber die wesentlichen Punkte, die in der Schulmedizin angesprochen werden, in der offiziellen Schulmedizin, ist vor allem der Purinstoffwechsel, also aus dem Zellerneuerungsprozess oder Zellgeschehen, dass sich Harnsäure entwickelt. Und diese Harnsäure ist ja in ein sehr kristallines Gebilde. Und wie feine Nadeln muss man sich das vorstellen. Und die reichern sich in bestimmten Bereichen der Extremitäten zum Beispiel an. Dieses Großzehenphänomen, dass dann die Großzehe sich entzündet und kaum kommt man hin, ist es sehr, sehr schmerzhaft aufgrund dieser feinnadeligen Struktur der Harnsäure. Nicht? Die Harnsäure entsteht aber jetzt eben einmal durch den Purinstoffwechsel, durch die natürliche Zellregeneration, vor allem sagt man bei Fleischessern. Und in der Schulmedizin ist bekannt, dass man das durchaus mit einer ernährungsmedizinischen Intervention bessern kann. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt der Entstehung von Gicht. Du hast doch so gemacht zum Thema Fleisch. Das Anführungszeichen, Schlusszeichen. Anführungszeichen, Schlusszeichen, weil das nicht der alleinige Faktor ist. Mhm. Nicht? Bereits in den 50er Jahren hat Professor Sander in seinem, aus meiner Sicht heute noch wegweisenden Buch, der Säure-Basen-Haushalt und der Kochsalzkreislauf, darauf hingewiesen, dass die Harnsäure sich im Bindegewebe anreichert. Und als die haftstärkste Säure andere, eher flüchtigere, leicht abbaubare Säuren verdrängt. Das heißt, im entsprechenden Leberrhythmus in der Nacht, in dem praktisch eine Bindegewebsdurchflutung durch Basen erfolgt, in diesem nächtlichen Rhythmus entsteht eine Situation, in der aufgrund bestimmter Basenmangelsituationen die haftstärkste Säure der Harnsäure nicht mehr abgebaut werden kann im normalen Zyklus. Und die anderen Säuren, die leichter flüchtigen Säuren über die Lunge, über die Haut und so weiter, können leichter über den Darm können leichter abgebaut werden, nicht aber die haftstärkste Säure, wie er sie nennt. Das heißt, es ist ja eigentlich die mangelnde Basenzufuhr eigentlich der Faktor? Es ist ein relativer Basenmangel auf der einen Seite, eine relative Mangel an Basendurchflutung im Bindegewebe in der Nacht und entsprechend eine gestörte Harnsäureausleitung. Und das führt dann dazu, dass der Körper sie versucht einzulagern, muss er sie, bringt sie nicht los. Mhm. Und das kann man durch Diät sehr gut in den Griff kriegen. Ich bin nochmals eine Stufe zurück. Wenn ich jetzt ja eigentlich mehr Basen zuführen würde, könnte dann diese mehr an Basen, diese Harnsäureeinlagerung im Bindegewebe neutralisieren und diese Ausleitung in der Nacht besser ermöglichen? Ich mache eine Kombinationstherapie aus Basenfußbädern, aus Basenganzbädern, eventuell bei stärkeren Fällen aus Basen wickeln mit Mikrostrom und eine ketogene Ernährung, wie immer. Und am besten dann diese ketogene Ernährung, weil Fleisch ja eine bestimmte Rolle bei der Produktion von Harnsäure spielt, mache ich natürlich auch eine gewisse Zeit Fleischverzicht oder zumindest eine Mahlzeit am Tag Fleischverzicht oder mehrere Male in der Woche Fleischverzicht. Jetzt hast du gerade so eine wunderbare Auflistung gemacht. Gehen wir kurz ins Basenbad. Ich finde das nämlich total spannend. Es heißt ja, jede Krankheit kommt aus der Säure. Nein. Heißt das nicht? Nein. Otto Warburg sagt es eigentlich umgekehrt, in einem basischen Milieu kann keine Krankheit entstehen. Heißt doch umgekehrt? Nein.
Nein, das teile ich überhaupt nicht. Es gibt sogenannte Oxidoseerkrankungen, also Säure, sind die Mehrzahl. Es gibt aber auch sogenannte Redoseerkrankungen. Was heißt Redose? Redose ist das Elektronenäquivalent zum pH-Milieu der Säurebasen. Also was die Azidose im Säurebasenmilieu ist, ist die Oxidose im Elektronen mit Blick auf das Elektronenpotenzial. Was die Alkalose im pH-Milieu ist, das ist die Redose mit Blick auf das Elektronenpotenzial, auf das Redoxpotenzial. Also hast du das schon mal gesehen, dass jemand zu viele Elektronen im Körper haben könnte, also zu basisch wäre? Ja, Krebs ist eine Redoseerkrankung. Krebs ist doch eine Übersäuerung? Krebs ist eine Übersäuerung im peripheren Gewebe, aber nicht im Tumorgewebe. Tumorgewebe ist umgekehrt. Bei Krebs ist alles anders. Ja. Und die zweite große Redoseerkrankung ist Psoriasis. Also diese Erkenntnis verdanke ich meinem Freund, Professor Ionesco. Ich wusste, dass der Name jetzt fällt. Er ist einfach ein genialer Biochemiker. Und er sieht die Sachen differenziert, und das gefällt mir sehr gut, und nicht nur Scheuklappe einseitig. Nicht? Und er lässt sich von schulmedizinischen, biochemischen Lehrbuchritualen nicht den Kopf verwirren. Ja, ich glaube, er hat auch schon 100, 200 Studien veröffentlicht mit seinen Ergebnissen. Ja. Aber nochmals zurück zu diesem, diesem Basenbad. Ich finde das nämlich so spannend, wenn man auch die Haut einbezieht in einen medizinischen Genesungsweg. Gottes Willen, das ist unser größtes Organ, das ist immer ganz wichtig. Ja, aber früher wurde das meiner Erachtens viel öfters gemacht mit diesen Basenbädern und heute höre ich das eigentlich sehr selten, außer von sogenannten Experten, die es ganzheitlich anschauen. Nein, also ich sage jetzt mal, dieser ganze Basenhype, der meines Erachtens ein bisschen einseitig ist. Ja, dieser ganze Basenhype, man muss eben differenzieren. Und wenn ich weiß, dass Krebs eine Redoseerkrankung ist und Psoriasis eine Redoseerkrankung, dann muss ich meine Überlegungen anstellen. Was bedeutet das für meine Therapiestrategie? Jetzt, wenn ich weiß, wie du jetzt sagst, dass auch noch Entzündungen und Übersäuerungen im peripheren Tumorgewebe da sind, um die Expansion des Tumors zu erleichtern, um das Eindringen in benachbarte Gewebe, um gleichzeitig sich einen Schutz zu bilden, einen Wassergraben, sage ich immer, einen Schutzgraben vor dem eigenen körpereigenen Immunsystem. Dann muss ich mich fragen, bei Tumoren habe ich ganz offensichtlich eine Basensituation im Tumorinneren und eine übersäuerte Situation durch den Protonenexport und Laktatexport linksdrehende Milchsäure, ins periphere Milieu. Das heißt, ich muss bei Tumoren mit zwei Strategien angehen. Ich muss die periphere Übersäuerung angehen, mit zum Beispiel rechtsdrehender Milchsäure wird das ja schon über Jahrzehnte in der Naturheilkunde gemacht. Und ich muss gleichzeitig aber mit oxidativen Strategien, und hier bin ich voll bei der Schulmedizin, auch wenn ich nicht gutiere, dass sie systemische Chemotherapie betreiben. Es gibt viel bessere, wie zum Beispiel die insulinpotenzierte Chemo, wie zum Beispiel die albuminpotenzierte Chemo, wie zum Beispiel die gezielte Radiotherapie, die eben nur das Gewebe betrifft. Die oxidative Strategie ist in den meisten Bereichen bei fortgeschrittenen Tumoren zielführend. Gut, bei der Gicht, jetzt hast du gesagt, Basenbäder, die Fußbäder, dann hast du mittels Frequenzen geredet, also Elektronen. Letztendlich geht es auch wieder, die Übersäuerung wird abgebaut. Ja, Bindegewebe, wo ja letztendlich diese Harnsäure bindet, oder? Ja, mit diesen Mikrostromwickeln, da unterstützen wir natürlich über Frequenzen die Organsysteme, Bindegewebe, Leber, Niere. Wir haben spezifische Frequenzen, die diese Organe anregen und zur Stoffwechselaktivierung fördern. Aber die Frequenz ist das eine. Das andere ist ja, auf der Frequenz ist ja auch ein Elektron. Das Elektron kann ja eine Säure neutralisieren. Genau. Und wir haben natürlich auch die Iontophorese. Das heißt, das Hineintragen von Basen durch das Hautgewebe ins Körperinnere und damit auch eine entsprechende Verbesserung. Okay. Gut, und dann ist das eigentlich der ganzheitliche Ansatz. Über die Füße entsäuern, über diese Wickel entsäuern, über ein Basenbad entsäuern, über die Ernährungsumstellung. Ja, auch
entsprechendes Gemüse, entsprechendes gedünstetes Gemüse vor allem. Mineralreich. Entsprechende Darm, weil auch aus Darmdysbiosen natürlich entsprechende Purinstoffwechsel fördernde Reaktionen kommen können, haben wir ja schon gehört. Und diese Ernährungsumstellung, und ich empfehle 10 Tage Fleischlosigkeit und nur mit Majamino gleichzeitig und entsprechenden Begleitmaßnahmen. Das heißt also, das Thema Fleisch heißt schon, dass Fleischessen die Harnsäureproduktion speziell steigert. Speziell das Schweinefleisch, ja. Also es würde eigentlich jedem gut tun, eigentlich beim Schweinefleisch zu reduzieren? Ja, ich reduziere nicht beim Schweinefleisch. Ich esse es aber auch nicht jeden Tag. Aber ich habe keine Gicht. Ne? Also das ist jetzt... Warum entwickelt denn der eine denn die Gicht und der andere nicht? Ist es einfach zu viel von allem? Ja, zu viel von allem. Und vor allem, das sagte ich ja auch schon, in dem Moment, in dem ich Darmdysbiose habe, in dem ich noch Zahnprobleme habe, in dem ich noch Gifte habe, in dem diese ganzen multifaktoriellen Bedingungen zusammenkommen, kann mein Körper das nicht mehr kompensieren. Ja. Und dann habe ich halt in dem Fall ein Überborden der haftstärksten Säure, der Harnsäure, im bindegewebigen Bereich. Und dann habe ich entsprechend Ausscheidungsprobleme dieser Säure. Aber man muss nicht leben mit der Gicht, wenn man es angehen will, kriegt man sie weg? Ja, ich habe jetzt einen sehr schönen Fall, weil viele, viele Chinesen haben das ja, weil sie... Gicht? Gicht, ja. Wieso? Wegen dem Milch? Wie Schweinefleisch, viel Schweinefleisch, die essen viel Schweinefleisch. Und die sind noch nicht adoptiert? Um das geht es gar nicht. Das ist ein klassisches Problem in China, der mit dem Wohlstand kommt und so weiter. Und ich habe jetzt einen Chinesen kennengelernt vor einem Jahr, oder einem halben Jahr. Und dem habe ich einfach mal 5 Dosen geschickt und dann noch ein paar Kleinigkeiten für Darm und Unterstützung, Ausleitungsunterstützung. Und das musste dann aufteilen auf seine ganzen Freunde. Das war dann nicht mehr viel übrig. Ja? Also von 5 Dosen für jeden eine. Aber innerhalb von 14 Tagen war das Thema erledigt. Ich habe ihnen auch eine Dose Basenpulver für die Fußbäder mitgeschickt. Ja? Nach China. Sowas haben die schon lange nicht mehr am Zoll gehabt dort. So einfach ist es manchmal möglich. Es war Kinderspiel, ja. Aber er braucht natürlich Disziplin. Ich muss dazu sagen, die Chinesen haben Disziplin. Die haben Disziplin beim Arbeiten. Und wenn ich ihnen sage, so, jetzt ist er ruhig, dann sagen die, gut ist. Und auch wieder da das Thema ketogene Ernährung. In dem Fall habe ich nicht so sehr darauf Wert gelegt, dass die Ketonmessung stattfindet. Mhm. Ja, es hat mir genügt, wenn die einfach die Kohlenhydrate reduzieren und das tierische Nahrungsprotein reduzieren und dafür mehr Gemüse, mehr basisches Gemüse, mehr Majamino natürlich, einmal als Proteinersatz pro Tag, und dann ging das alles wunderbar. Du sagst auch immer wieder mehr Fette essen in der ketogenen Ernährung. Welche Fette? Kannst du das mal noch ein bisschen genauer? Ja, ich habe ja neulich erst eine Sendung gesehen. Ich glaube, sogar bei dir, da hat einer in ganz kurzen Worten über Mythos Fette gesprochen, und leider hat er das Wichtigste vergessen. Das sind nämlich die gesättigten Fettsäuren, die guten Fette sind. Die ungesättigten Fettsäuren sind natürlich auch wichtig. Alle Fette sind wichtig. Nur die ungesättigten Fettsäuren haben einen Nachteil. Ja? Sie werden leicht ranzig. Das werden die gesättigten Fettsäuren nicht. Klar. Nicht? Und das ist ganz wichtig. Und bei den ungesättigten Fettsäuren muss man einfach auch darauf achten, dass es unterschiedliche Fettsäurenarten gibt aus tierischen Quellen und aus pflanzlichen Quellen. Es wird ja immer so getan von Seiten der Veganer und Vegetarier, dass Leinöl hat mehr Omega-3-Fettsäuren als Fischöl. Ja, also ein Biochemiker und jemand, der ein bisschen Erfahrung hat in diesen Dingen, der schüttelt nur noch den Kopf. Denn Leinöl, gut, Omega-3, wunderbar, hilft, Entzündungen zu reduzieren, wunderbar. Aber hat doch kein DHA und EPA, oder? Eben, genau das ist es. Leinöl hat 18 Kohlenstoffatome. Aber das Gehirn fängt erst bei 22 und höher, also EPA, Eicosapentaenacid, und DPA, DHA, Decosahexaenacid, an zu lächeln.
Drunter nimmt es gar nicht an. Und die Umwandlungsfähigkeit unseres Organismus von 18-kettigen Kohlenstoffatomen in höherkettige ist im besten Fall bei gesunden 5%. Eben aus Leinöl bei Stressleuten, 5% maximal. Bei Stressleuten maximal 1%. Mhm. Und wer hat nicht Stress? Ne? Wir haben heute schon mal gesagt, 70% haben Magenprobleme, Magensäure, sind im Stress. Und das gebe ich zu bedenken. Also das ist diese Unterscheidung. Wir brauchen alle Fette. Und wir brauchen mehr Fette, als uns diese verdammte Lebensmittelindustrie suggeriert. Da empfehle ich bitteschön, da gibt es eine fantastische Dokumentation auf Arte. Ich muss jetzt mal einen anderen Sender bewerben. Ja, das ist großartig, Arte. Ich liebe Arte. Ja, du. Und da gibt es einen Sender, Cholesterin, der große Bluff. Mhm. Eine Dokumentation. Also, wir hatten auch eine mal gemacht mit dir über das Thema Cholesterinlüge. Ja, Cholesterinlüge. Genau. Ja, ja, die ist ja auch. Und da wird sie wunderschön dokumentiert, wie uns die Werbung seit 30 Jahren in die Irre führt, nur um uns Statine zu verkaufen, die uns völlig verblöden. Nicht? Da kam ein Professor mit einem IQ von 180 vor. Der ist innerhalb kürzester Zeit auf Statine, war da nicht mal mehr in der Lage, eine Zeitung zu lesen. Und dann haben sie die Statine wieder abgesetzt. Nach einem Vierteljahr konnte er wieder zwei Zeitungen pro Tag lesen. Also, bitteschön. Alles in der Art der Dokumentation, die ich sehr schätze und die jederzeit abrufbar, solange es Google nicht zensiert. Ja, ist leider so. Bitte noch, lass uns noch in die Proteine einsteigen innerhalb von der ketogenen Ernährung, wo ja dann auch bei Gicht entsprechend eine große Rolle spielt. Was muss man achten bei der Proteinzufuhr? Wenn ich von Proteinen rede, höre ich immer diese großen Shakes, wo die Bodybuilder nehmen, Proteinshakes. Mhm. Da möchte ich gern, dass du da noch ein bisschen Aufklärung bietest. Ja, naja, die meisten Proteinshakes werden aus Casein. Als Molkepulver, was ja ursprünglich ein Schweinefutter war, bis man das Schweinefutter entdeckt hat für die Bodybuilder in den 60er Jahren. Das Schweinefutter für die Bodybuilder? Nein. Das ist, ich will damit die Bodybuilder nicht schlecht machen, weil ich mache selber Krafttraining. Ich liebe das, was die da entwickelt haben. Ich bin zwar Spargeltarzan-Typ, aber ich brauche meine Bewegung und wenn ich dann mal ins Eisen kann und pumpen kann, das ist wunderbar. Man muss ja nicht gleich ins Extrem gehen. Aber ich schätze, ich kenne viele Bodybuilder, das sind ganz nette Leute und die wollen halt ihre Muskeln rausbilden, wie der andere seine Geschwindigkeit erhöhen will. Aber das wurde für diese Bodybuilder entwickelt und die sind natürlich drauf wie die Fliegen, weil sie alle schöne Muckis haben wollten. Aber das Problem bei diesem Molkeprotein ist, dass es nur 16% anabol wirkt. Und der Rest wirkt katabol. Das zeigen wir jetzt da auch noch in der Folie. Das sieht man da hier, Casein, Molke, Milch. Die haben maximal 16 anabole Kraft. Und man hat das herausbekommen, weil man in der Ernährungsmedizin in Krankenhäusern bei 2 Liter Milch hat man gesehen, das müsste eigentlich 32 Gramm Protein, das müsste eigentlich ausreichen, aber das reicht nicht aus. Warum? Weil die Wertigkeit, die anabole Wertigkeit zu gering ist. Und das hat man herausgefunden und entsprechend hohe Anteile an Stickstoffgiften und Zucker. Und das habe ich mal bei Bodybuildern in so einem Fitnessstudio, habe ich 70 Leute da gehabt, dann habe ich da einen Vortrag gehalten und dann schreit einer von hinten, jetzt weiß ich, warum wir immer so gestunken haben. Genau. Ja, also warum wir immer so gestunken haben das wollte ich von sagen. Den Winden, die kommen aus diesen Abbaugiften, aus diesem Zucker, der dann im Darm natürlich Blähungen verursacht. Also letztendlich auch Ammonium ist das, was man auch riecht, und Ammoniak. Ja, wenn das dann nicht vorher richtig abgebaut wird. Ja, genau. Aber das sind hochgradig giftig letztendlich, dieses Ammonium im Körper. Das geht ja auch ins Hirn, habe ich gehört. Ist das der Grund, warum sehr viele Bodybuilder, wenn ich mit denen rede, das Gefühl habe, sie sind gar nicht richtig bei mir? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man weiß, dass das Ammonium, das im Leberstoffwechsel nicht richtig abgebaut wird, ins Blut übergeht. Und dann kommt es zu einer Hyperammonämie. Und diese Hyperammonämie auf Dauer verursacht hepatische Enzephalitis, also eine Entzündung im Gehirn. Und zwar über die sogenannte Astrozytenschwellung. Die Astrozyten, das sind die Ammen
der Neuronen. Mhm. Die Chinesen haben das übrigens aufsteigendes Leberfeuer genannt. Das, was die heutige Schulmedizin hepatische Enzephalitis bezeichnet. Mhm. Nicht? Also dieses Ammonium und diese Astrozytenschwellung. Und das ist natürlich klar. Darum habe ich ja am Anfang gesagt, in einer anderen Sendung mal, es gibt drei exzitotoxische Substanzen für das Gehirn. Also die zu einer Übererregung des Gehirns führen. Ammonium? Das ist zunächst mal Schwermetalle. Ja, Aluminium speziell. Zucker. Ja. Mhm. Zucker. Und eben auch Abbauprodukte aus dem Proteinstoffwechsel, wenn sie die Leber nicht verarbeiten kann. Und es ist sehr häufig so, dass zum Beispiel, das hatten wir bei Autismus, dass bei autistischen Kindern der Leberstoffwechsel krankt und viele andere Organe noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und entsprechend ist auch der Proteinstoffwechsel gestört. Ja. Weißt du, jetzt auch in meiner Kindheit, wenn ich jetzt diese Folie nochmals anbetrachte, da sehe ich jetzt speziell das Ei klar. Sei es immer Ei, voller Proteine, das tut dir gut. Es ist fantastisch. Jetzt sehe ich hier eigentlich nur 18% der Proteine darin, kann ich verstoffwechseln. Ja, stopp. Da muss ich jetzt mal sagen, die Grafik krankt an einer Stelle. Es fehlt das ganze Ei. Das ganze Ei, also Ei klar und Eigelb. Und hier haben sich die Bodybuilder ja ins Knie geschossen, ne? Sie haben ja extrem fettarm gelebt, weil sie in diesem Fettwahn, diesem Antifettwahn gelebt haben, auf der einen Seite, und weil sie natürlich über die Muskulatur eine Definition bekommen wollten, sodass nur Haut und Muskeln drunter waren und kein Fett. Und dadurch haben sie sich langfristig massiv geschädigt. Und in dem Zusammenhang haben sie natürlich auch gedacht, um Gottes Willen, in dem Ei ist Fett. Aber in dem Moment, in dem sie das eiklar trennen vom Dotter, sinkt die Wertigkeit von 48% Anabol auf 18. Läppische 18. Ach, okay. Das heißt, sonst wäre es 48. Also immer noch eine großartige Proteinlieferant. Das Ei ist die... Aber ja nicht trennen, hä? Ja nicht trennen, genau. Das hat die Oma immer gewusst. Die hat das ganze Ei in den Rotwein rein. Wenn wir mal krank waren. Klar, genau. Und Baby, Fleisch, Fisch, Geflügel, auch überraschend. Soja, sehr überraschend. Speziell für die Vegetarier und Veganer frage ich mich dann auch gerade, wie sie auf einen genügend hohen Proteingehalt kommen. Es gibt immer wieder Mediziner hier im Haus, die sagen, kein Problem, aber wenn ich das sehe, müssen sie ja 2 Kilo Soja essen jeden Tag. Also, wenn wir bei den Veganern eine Körperfettverteilungsmessung machen, dann hätten wir klare Kante. Dann sind die Fakten da. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie angesichts der Massentierhaltung, angesichts der Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen, und damit meine ich eben auch die Tiere, aber nicht nur, dann kann man es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie des Speizeugs nicht mehr fressen wollen. Ja, klar. Und wir wissen ja, neuerdings kommt ja noch viel Schlimmeres hoch, was in manchen Hamburgern und in manchen Supermarktfleischsorten drin ist. Habe ich mal gehört, in Deutschland kürzer. Wir wollen jetzt gar nicht mehr da weiter reden. Das ist nicht nur Kamelfleisch oder Pferdefleisch. Mhm. Nicht? Auch von Menschenfleisch ist da schon die Rede. Ja, hab's gehört. Und ich kann keinem Vegetarier oder Veganer verübeln, wenn er das nicht mehr essen will. Keinem. Aber jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass er dann Defizite in Kauf nehmen muss auf die lange Sicht. Nicht? Und das hast du mir auch alles mal selbst an mir erklärt. Ich war ja auch Jahre lang Vegetarier. Genau, und auch an anderen Freunden, die Vegetarier waren, die haben dann gesagt, okay, Demeter-Fleisch, Bio-Fleisch und wir haben noch Majamino, um das zu ergänzen. Und dort wird auch die Entzündungsprozesse von diesem Fleisch bei weitem weniger stark sein als bei diesem. Das ist das Nächste, weil die Omega-3, Omega-6-Relation in diesem, ich sage jetzt mal, maisgefütterten Huhn, in diesem maisgefütterten Rind extrem hoch ist. Das heißt, die entzündungsfördernden Omega-6-Anteile in solchen Fleischen sind sehr, sehr ungünstig, was
die Entzündung, was die Förderung der Entzündungsbereitschaft in unserem Körper bedeutet. Ein Landwirt hat mir mal eine Formel gesagt, und zwar ganz einfach, wenn das Tier sich frei bewegen kann und sich selbst ernähren kann, ist es überwiegend Omega-3-lastig. Genau. Wenn wir es aber füttern, dann wird es eigentlich gestopft mit Omega-6 und das ist entzündungsfördernd. Nein, es ist falsch. Wenn wir sie fehlfüttern. Ja, logisch. Es gibt aber auch eine richtige Winterzusatzfütterung. Mhm. Zum Beispiel mit Leinöl, mit den Schweinen, mit Leinsamen hat man Schweinen gefüttert. Da gibt es ein schönes Buch von einem französischen Agronomen, Warum wir morgen alle dick sind. Und das ist ein kleines Buch, aber das ist so genial. Mhm. Und er zeigt auf, da haben sie zwei Studiengruppen reingenommen. Die einen haben eine Diät gemacht mit Biofleisch, mit Biowaren, und die anderen haben die gleiche Diät gemacht mit Supermarktessen. Oh, das gibt's die Studie? Da gibt's mehrere Studien. Ach. Ich schick dir das mal. Ach, das lege ich als Link in die Sendung rein. Ja, unbedingt. Das ist ein kleines Buch, aber es ist ein wunderbares Buch. Und da schreibt er, diejenigen, die das Biofleisch, die Biogemüsen und so weiter gegessen haben, die haben 3 bis 4 Kilo weniger Gewicht gehabt. Einfach nur durch die Qualität. Ja? Lieber Heinz, wir haben angefangen bei Gicht, wir landen jetzt bei Biofleisch und der Demeter-Qualität. Eine Frage in Bezug auf Gichtpatienten: Gibt es irgendeine Plattform, die du empfehlen könntest, wo diese entsprechend geplagten Menschen auch nachlesen könnten und einen Weg für sich suchen könnten? Ja, ich habe eine neue Website, wo ich mich wissenschaftlich austoben kann, ernährungswissenschaftlich und auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen wie Biologie, Biochemie, aber auch Astrologie. Das machen Fachleute und Freunde von mir, mit denen ich da kooperiere. Das ist die www.drreinwald.science. Mhm. Science, englische Wort für Wissenschaft, science. Danke ganz herzlich. Da schaue ich mir mal an. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Heinz. Total interessant. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich auch, dass Ihnen diese wertvollen Inputs eines Ernährungswissenschaftlers einfach auch Anregungen gibt zum Nachdenken, wie die eigene Ernährung ist. Omega-3, Omega-6, Ketogen oder Vegan, Vegetarier, weiß Gott, was alles da für Ernährungsformen gibt. Wir haben gehört, alles hat seine Berechtigung, aber am richtigen Punkt angesetzt kann man da wirklich sehr vieles tun für seine eigene Gesundheit. Du weißt, was jetzt kommt? Wiederluege. Genau, auf Wiederluege. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiederluege miteinander.